zum nächsten Beitrag, jetzt ein Perspektivenwechsel. Ich begrüße Clemens Maria Schuster. Er wird eine Applikation, datamaps.eu, vorstellen, also zeigen, was man mit offenen Daten eigentlich alles anstellen kann. Danke sehr für die Einladung. Das ist das Projekt, das ich vorstelle, datamaps.eu, hat seine Geschichte am Munich Open Government Day im Dezember 2011. Und zwar wurde dort eben vorgestellt, wie man hier mit einem Tool Daten relativ simpel visualisieren könnte. Es hat sich dann im Februar dieses Jahres in Klagenfurt in Österreich ein Create Camp, quasi ein Barcamp mit dem Fokus auch tatsächlich etwas umzustellen oder zu programmieren, zusammengefunden und wir haben diese Idee für Österreich entwickelt. Danach wurde es fortgesetzt in Wien bei einem weiteren Create Camp, wo wir dann das auch finalisiert hatten. Und insgesamt war die Resonanz, zumindest in Österreich, sehr, sehr groß. Wir konnten das Tool, das wir angedacht hatten, visualisiert nämlich Daten, die einen Geobezug haben, und zwar bis auf die Gemeindeebene, das heißt Landesebene, Bezirksebene und Gemeindeebene. Wir haben das dann versucht umzusetzen und die Resonanz war, wie gesagt, sehr, sehr groß. Ganz stolz sind wir auf einen Tweet von Nelly Kroes. Die EU-Kommissarin hat dieses Projekt aufgegriffen und uns gemeinsam mit der FCC aus Washington genannt. Das hat dem Projekt dann einen noch viel größeren Auftrieb gegeben und wir mussten uns sehr viel mehr engagieren, als wir ursprünglich vorgehabt hatten. Wie gesagt, das Ganze ist ein rein privates Projekt. 5 Mitarbeiter, ein Mastermind, Robert Hahn, ist sozusagen für die Idee von Open 3. Dann gibt es eine Grafikerin, die das Ganze umgesetzt hat. Ein Coder, der dann dieses Tool programmiert hat. Noch ein weiterer Grafiker, ein Graphic Designer, der dann die SVG-Files gezeichnet hat. Und ich bin damals noch im Frühling relativ häufig zwischen Basel und Wien mit dem Zug gependelt. Und pro 8 Stunden konnte man dann alle Gemeindenamen Österreichs eintippen und grafisch zuordnen. Eben am Create Camp Wien wurde es dann fertiggestellt und so sieht das dann schlussendlich aus. Es geht um Code, es geht um Vektorcode und ist relativ simpel auch dann zu bedienen. Es geht um SVG-Files, die nämlich dann im Browser relativ simpel angezeigt werden können. Der Vorteil von SVG ist relativ klar, wenn man dann auch die Statistiken ansieht, wie sie zum Beispiel in Browsern dargestellt werden. Ich möchte auf den Internet Explorer verweisen, dass es dann etwas schwieriger wird, aber das war für uns dann das wesentliche Ausgabeformat. Derzeit gibt es 3 Angabeformate für Daten. JSON-Objekte, wer hier ein bisschen Ahnung hat, weiß, worum es geht, auch eine ganz normale Schlüsselwertzuordnung, eine normale Liste und klassisch eine manuelle Eingabe. Welche Daten können eingegeben werden? Ganz normale quantitative Daten, Lebenserwartung und auch weitere quantitative Daten, zum Beispiel welche Partei regiert wo, wie sind Wahlergebnisse und so weiter. Weitere Möglichkeiten, wie man dieses Tool noch einsetzen kann. Für Österreich zum Beispiel, in welchem Bundesland regiert welche Partei. Wie Sie unten sehen, wir noch die Parteifarben kann man zuordnen. Das Süden von Österreich reist bekanntermaßen in die rechtskonservative Ecke immer wieder aus. Auch wichtig in Österreich, wir haben es bis auf, also das sind die Bezirke und weitere Farbskalen. Und das ist sozusagen die eigentliche Meisterleistung. Alle 2357 österreichischen Gemeinden sind mit Name, Gemeindezahl und genau sozusagen mit den Umrissen erfasst und können sozusagen auch ganz individuell mit Daten versehen werden. Nun, weitere Möglichkeiten, Sie sehen, wir haben das nun aufgrund der wirklich sehr, sehr großen Nachfrage für diverse andere Bereiche auch umgesetzt. Wir haben hauptsächlich alle Länder versucht zu erfassen. Nun, was wirklich noch ansteht und wo ich hier heute auch eine gewisse Hoffnung habe, dass man für die Schweiz eine Kooperation hier eingehen könnte. Die Schweiz hat 2551 Gemeinden.
Ich müsste nicht mehr ganz so viel Zug fahren, weil ich weiß, dass Swisstopo bereits hier diese Daten erfasst hat. Man könnte hier vielleicht eine Kooperation eingehen. Schwieriger wird es dann für Deutschland. Deutschland hat zum Beispiel 11.337 Gemeinden und verrückt wird es in Frankreich mit 38.782 Gemeinden. Das wird mit einer privaten Initiative nicht mehr funktionieren, daher kommt es dann wirklich darauf an, dass man auch bereits bestehende Inhalte nutzen wird. Nun, wie gesagt, das Ganze ist eine Initiative, die zustande gekommen ist. Ich hoffe, ich konnte hier dieses Projekt vorstellen. Für Mitarbeiter und für Interessenten sind wir jederzeit dankbar. Auf allen bekannten Kanälen, Webseite, Facebook, Twitter. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die spannende Demo inklusive Erfolg. Haben Sie eine konkrete Frage? Ansonsten, ja, eine Frage? Also das heißt, dass administrative Grenzen, die sind verfügbar bei Swisstopo. Also die administrativen Grenzen sind auf Swisstopo frei verfügbar, habe ich das richtig verstanden? Sehr gut. Werden wir gleich implementieren und runterladen. Okay, vielen Dank.